und herzlich willkommen zu Backen mit Christina. Salzstangen selber machen ist eigentlich gar nicht schwer. Man glaubt nur immer, dass das so kompliziert ist und dass das so schwierig ist, dass man wirklich eine schöne Form zusammenkriegt. Aber mit dem Video heute werde ich euch zeigen, wie einfach dass das geht. Für den Teig brauchen wir lauwarmes Wasser, Weizenmehl, Germ, Salz und Backmalz, zimmerwarme Butter. Als erstes gebe ich das Wasser in die Rührschüssel. Danach kommt das Mehl dazu. Dann geben wir Backmalz und Salz dazu. Backmalz braucht man für eine schöne Kruste und für eine schöne Farbe vom Gebäck. Wenn man kein Backmalz nicht dazu geben würde, dann wird die Kruste von dem Salzstangerl ganz hart und fest werden und durchs Backmalz bleibt sie einfach schön knusprig und sie ist aber trotzdem dünn. Dann geben wir ein bisschen Butter dazu. Wichtig ist, dass die Butter zimmerwarm ist. Und zum Schluss kommt noch ein Germ dazu. Die bröseln wir wieder ganz schön da rein. Und jetzt kommt das Ganze schon in die Rührschüssel und da drinnen lassen wir das Ganze jetzt 10 Minuten zu einem schönen, glatten Germteig verkneten. So, nach einer Knetzeit von 5 bis 10 Minuten ist der Teig jetzt ganz schön glatt. Er hat sehr schön von der Schüssel gelöst. Jetzt kann man den raustun, einmal kurz. Dann kann man noch mal kurz durchkneten, das muss man nicht unbedingt. Aber man sieht jetzt einfach ganz schön, wie glatt der Teig ist. Wir tun ihn jetzt in eine Schüssel rein, decken ihn zu. Ob mit einem Deckel oder mit einem Geschirrtuch, das ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass er abdeckt ist, damit der Teig nicht austrocknet. Und dann lassen wir ihn jetzt ungefähr 20 Minuten gehen und hoffen, dass er aufgeht. So, nach einer Gehzeit von 20 Minuten bis einer halben Stunde ist der Teig jetzt schön aufgegangen und jetzt können wir den zu Salzstangerl weiterverarbeiten. Wir nehmen den jetzt einmal raus. Legen ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Und jetzt hole ich ihn kurz aus. Und dann stechen wir da Stücke ab. Es gingen da aus einem halben Kilo Mehl gingen ungefähr 10 Salzstangerl raus. Schauen wir mal, wie wir es heute erwischen. 10 Stück. Jetzt ist es wichtig, dass man die einzelnen Teigstücke schleift. Was ist Schleifen genau? Schleifen heißt eine schöne glatte Oberfläche erzeugen. Das gelingt mir, indem dass ich den Teig drehe. So schaut ein fertig geschliffenes Teig, schaut ein fertig geschliffenes Teigstückerl aus. Das legen wir da jetzt einfach vor die Arbeitsflächen her und gehen zum nächsten. Wichtig ist beim Schleifen, dass man kann das in der Hand machen oder auf der Arbeitsfläche. Man umschließt das Teigstückerl mit der ganzen Hand. Die Finger bleiben am Boden oder auf der Arbeitsfläche liegen und man dreht das Ganze. Und was ganz wichtig ist fürs Gelingen, dass diese Fläche, die da jetzt am Boden liegt, auch am Boden liegen bleibt. Das heißt, man darf das nicht komplett immer wieder drehen und drehen und drehen und durchdrehen, sondern das bleibt liegen und dadurch, dass man das dann dreht, spannt sich die Oberfläche und man kriegt ein ganz schönes, rundes, gleichmäßiges Kugel. Am Boden ist dann der Schluss. Der ist nie so schön glatt, das geht gar nicht, dass es rundherum komplett glatt ist. Wichtig ist, dass es oben schön glatt ist. Und jetzt ist es fertig. Jetzt fangen wir beim nächsten wieder das Gleiche.
Und das tun wir jetzt, bis dass wir alle 10 Teigstücke schöne runde Kugeln sind. Die fertig geschliffenen Teigkugeln müssen jetzt ein bisschen rosten, damit wir es danach dann schön ausrollen können. Wenn man das jetzt sofort ausrollen würde, dann lassen sie die nur ganz klein ausrollen und erst durch das Aufgehen und durch das, dass sie jetzt ein bisschen rosten können, kann man dann ganz schöne Teigfladen ausrollen und das ist eben wichtig dafür, damit dass man dann wirklich schöne Salzstangen formen kann. Wir decken sie jetzt ein bisschen zu und nach ungefähr 10 Minuten kann man es dann zur Salzstangen weiter formen. Die Teigkugel für die Salzstangen sind jetzt ein bisschen aufgegangen und jetzt können wir es zur Salzstangen weiterverarbeiten. Dafür dunkeln wir jedes Kugel in ein bisschen am Roggenmehl ein. Dann rollen wir das aus. Da ist jetzt ideal, wenn man nicht allzu viel Mehl an der Unterfläche hat, weil sonst rutscht das immer mit, das Kugel. Einfach gut ausrollen. Schön oval sollte es sein. So. Und jetzt drucken wir es an der Unterseite ein bisschen nieder. Und dann rollen wir das auf. Wir kloppen es dazu einmal ein. Drucken das dann ein bisschen nieder. Und dann rollen wir und ich ziehe dann und rollen und ziehen. Und dadurch kriegt man einfach mehrere Rollungen zusammen und dann ein schönes Salzstangerl. Jetzt kann man es nochmal ein bisschen nachholen. Der Schluss geht immer nach unten, der dreht sich sonst beim Backen auf. Dann ist das Salzstangerl schon fertig. Das tun wir jetzt einfach bis, dass wir den ganzen Teig aufgebraucht haben. Ich kann das vorne ein bisschen niederdrucken mit dem Rollholz. Dann bleibt das ein bisschen besser kleben. Sonst ist das immer ein bisschen schwierig. Und jetzt am Schluss kann man es auch ein bisschen festhalten. Und dann wieder dazu machen, zupicken und fertig. Jetzt haben wir alle 10 Salzstangen fertig geformt. Wir nehmen jetzt ein Backblech, dann legen wir die da drauf. Nicht zu eng zusammenlegen, weil sie gehen natürlich auch noch ein bisschen auf. Nicht, dass sie dann zusammenkleben, das wäre sehr schade. Dann besprühen wir die Salzstangen mit Wasser. Und nehmen wir jetzt eine Mischung aus grobem Salz und Kümmel und das streuen wir jetzt auf die Salzstangen. Weil erst dann sind es wirkliche perfekte Salzstangen. Wichtig ist bei den Salzstangen, dass man es mit Dampf backt, genauso wie bei jedem anderen Gebäck auch. Und dazu nimmt man am besten ein paar Eiswürfel, die man dann wieder am Ofenboden einschmeißt, damit man einfach dann sofort eine Dampfentwicklung hat und so gelingen die Salzstangen einfach optimal. So schnell geht's und die Salzstangen sind fertig. Und wenn ihr die jetzt auch ausprobieren wollt, dann schaut einfach ganz schnell auf meine Seiten backenmitchristina.at und sucht euch das Rezept aus und dann geht's schon los.